Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Wir sind jetzt zurück am Start. Moin Moin. Hallo, Halli und Grüße. Hallo. Genau, wir sind jetzt zurück am Start. Ich sehe gerade genau, wir haben immer noch keine Bauressourcen. Die müssen erstmal langsam wiederkommen. Ja, da haben wir dann zwar die letzten Folgen wurden halt geguckt, dass wir das ein bisschen wieder aufwirtschaften, sage ich mal. Aber das geht natürlich nicht von heute auf gleich. Oder von jetzt auf gleich. Mal schauen. So, und du warst dabei, die Speicherstadt zu machen, ne? Stimmt, da wollte ich ja mit anfangen. Da brauche ich aber auch Ressourcen für. Aber ich kann jetzt schon mal das Hauptding bauen. Ja. Mache ich dir mal hier ein bisschen Platz. Ja, also die Module werde ich ja dann hoffentlich, dann kann ich ja alle wegschmeißen wahrscheinlich. Alle Depots meinst du? Ja. Schön wär's, weil das sind echt viele, jo. Was machst du denn da? Ich wollte ein bisschen Platz hier schaffen da, aber ich glaube, da wo das steht, ist eh in Ordnung. Ja, passt schon. So. Wo waren wir, ist die Frage. Wir haben das Bier in den letzten Folgen ein bisschen um, ich sag mal ja genau, wir haben es outgesourced, so rum. Na, das steht jetzt ja hier auf der Insel alles. Hier ist auch noch ein bisschen Hopfen, falls das nicht reicht und so. Theoretisch, gut, Öl muss jetzt auch noch die nächsten Runden mal ankommen hier, sage ich mal. Öltanker sind ja schon auf dem Weg hierher, zwei Stück. Und dann läuft dann auch hier das Elektrizitätswerk, plus dann auch hier die Traktorenfarm, oder Traktorenscheuen, sage ich mal. Und dann geht auch da die Luzi ab. Kurze Frage, genau. Die Module, da wir haben gerade voll wenige Module. Wie kriegt ihr auch noch mehr? Ja. Wie kam man an mehr ran? Oh, das ist ja natürlich ist irgendwas ganz Simples gewesen. Ich weiß es aber nicht mehr. Das war ganz Simples. War das Attraktivität nicht? Nee. Muss man damit einfach handeln? Und dann speichert er zusätzliche Vorteile. Wenn Sie die Güterklasse Ihrer Exportware steigern, können Sie weitere Module errichten. Verstanden. Dann müssen wir erstmal handeln. Ja. Dann ist das so. Gut, dann handle ich schon mal. Tun Sie dies. Was haben wir denn über? Die Schiene ist auch irgendwo. Die nervt mir mittlerweile hier, ey. Dann lass mal schauen. Ja, da sieht man das halt blöd. Was haben wir über? Dann nehmen wir das einmal hier weg. Einfach erstmal so. Also, was hältst du von Verbrauchsgüterhandeln? Das ist manchmal ein bisschen schwierig, manchmal, ne? Verbrauchsgüter? Ja, Konsumgüter. Boah. Ja, wenn wir da mal einen Mangel dran haben, hätte ich gerne immer irgendwie, weiß ich nicht, komplette Ansicht, sage ich mal, was wir haben und was wir nicht haben. Ja, wir müssen handeln, langsam. Ja, aber wir können doch irgendwelche Grundressourcen nehmen, oder nicht? Oder haben wir gar nichts hier? Ja, selbst Grundressourcen, wenn nicht Eisen oder sowas, das brauchen wir auch. Nee, ich meine auch sowas wie halt, weiß ich nicht, Baumwolle oder was haben wir da? Lehm zum Beispiel oder keine Ahnung. Ja, Lehm brauchen wir jetzt wie Steine, weil wir ganz viel Steine brauchen. Getreide erstmal. Ja, ich schau mal, was ich mit für Getreide handeln kann. Alles klärchen. So. Haben wir hier mal dann eine Schiene lang. Zack. Dann können wir nämlich die Schiene jetzt hier unendlich mal abreißen. Dann kann ich hier unendlich mal weiterbauen. Das nervt mich schon die ganze Zeit. Der Teufel fordert seinen. Einfach mal weg damit. Sind wilde Bestien. 45% sieht das super aus. Naja. Nochmal 30%, I take it anytime. Und weiter geht's. So. Und jetzt heißt es hier, der Blaupause und Blaupause setzen. Eine Bank ist da. Ich glaube, dann brauchen wir hier trotzdem nochmal eine Bank. Irgendwo hier. Ich kann mal so. Würde ich die Bank auch da so hinsetzen? Also irgendwo da in der Ecke natürlich. Postamt habe ich auch nochmal gesetzt, beziehungsweise auch nochmal eine Varieté, wobei wir hier, wie man ja schon sieht, auch noch ein Hotel haben. Jetzt haben wir natürlich auch hier noch die Schiene, die hier durchführt, Alter. Hatte ich das mit Häusern irgendwie schon vorgeplant gehabt? Wow. Ist das buggig? Guckst du mal beim Speicherstand? Immer 3 geht. Was denn? Das Exportbüro, siehst du auch nur eine Plattform? Jetzt ist es da. Na gut, das. Alles gut. Ne, manchmal lädt das ein bisschen. I think so, dass es manchmal laden müsste.
Ja, haben wir also so ich drei nur so halb vor, weil noch haben wir ja nicht so viel, was wir planen können. Wir sagen mal so. Ups, nee, das, genau das wollte ich so nicht. Ja, so kann man machen, da haben wir dann auch diese Lücke dann da nicht, ne? So ist es ja schon. Und dann machen wir es einfach so. Und das wird dann nachher so eine Reihe, da kommen halt noch Häuser in die Mitte rein. So würde ich das sagen. So, so, so. Na, damit wir die Schiene schon mal irgendwie da, ich sag mal, mit integrieren können. Das Hotel kommt erstmal hier hin. Marktplatz wird auch mal wieder Zeit. Ja, ja. Genau, den machen wir dann hier auch noch irgendwo hin. Am besten hier so vielleicht. Schauen wir mal, wie wir das mit den Häusern hier dann regeln können. Na, guck mal, geht schon mal nicht so gut. Gut, dann warten wir. Dann machen wir so, so und jetzt. Wenn ich das jetzt so hier ransetze. Aber ja, von hier aus weiterbauen. Die Lücken kriegen wir schon gefüllt mit Häusern, da bin ich mir schon sicher. Genau, dann hier nochmal Häuserchen hin. Zack. Zack. So, dann würde ich mal schauen, dass wir das Hotel jetzt hinsetzen. Ein weiteres, weil wir müssen ja schon ein paar platzieren. Ich weiß jetzt auch ganz genau, wo die Beete sind. Genau hier. Wir können natürlich später andere Beete noch dann holen. Wie gesagt, wir haben jetzt eh nur gerade die gelben. Später holen wir dann die anderen her, damit wir den austauschen können. Nice. Das ist schon eine nice. Jetzt stimmt. Ah, das ging ja wieder nicht mit der Symmetrie. Ich, man. Was soll denn dies immer wieder, ey? Da haben wir unten nicht schon... Ne, da haben wir ganz mal Varieté hingesetzt. Ne, das ist alles... Egal. Ich wähle nur die Figuren. Handeln werden sie selbstständig. Könnte sein, dass das schwierig ist. Ja, ich frage es, ob wir es annehmen oder nicht. Ja, wir müssen es nicht meinetwegen nicht annehmen. Wir sind gerade bei ihr ziemlich weit oben. Ich bewundere ihre Dreistigkeit. Ja, und 27k sind jetzt auch nichts, was ich jetzt ultra krass finde, dass wir da jetzt unbedingt einsteigen müssen. Ja, dafür plus, ne, aber gut. So, dann einmal bitte... Touristennummer, das heißt nochmal hier eine Bushaltestelle hin. Plus dann nochmal irgendwie eine Bar oder ein Café später. Je nachdem, was dann zuerst kommt. Guck mal, das passt auch perfekt hier rein. Zack. Einmal hier lang. Guck mal an. Und dann machen wir hier das. Warte, erstmal wechseln wir das so, zack. Und hier habe ich schon eine Idee. Komm mal her. Geht ihm auch mal gut. Bisschen Abwechslung mal rein bei den Bushaltestellen. Perfekt. Sehr schön. Mal wegen auch schon mal ausbauen hier. Machen wir dann mal erstmal zu dem hier. Genau. Nur gibt es da auch so ein Altstadtding. Nee, nee. Okay, so. Hotel, ja, jetzt habe ich natürlich jetzt da richtig viel hingebaut. Wenn ich das Hotel jetzt einfach ransetzen könnte, wäre natürlich auch nicht schlecht, sage ich mal. Aber da ist halt schon direkt eine Bushaltestelle. Aber ich glaube, so ist das symmetrisch, ne? Dann lass das doch so machen, dann können wir die hier oben abreißen, die Bushaltestelle. Machen wir so. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, weitere Schiff immer nicht verkehrt. Und hier machen wir dann einfach, I don't know. Ja, habe ich schon eine Idee, warte mal. Wo sind die Sachen, wo sind die Sachen? Hier, nee, warte, hier. Ein großer Brunnen einfach mal. Und links und rechts davon kann man auf jeden Fall, Fragezeichen, eventuell so ein Filmplakat, also in Anführungszeichen Filmplakat hinmachen. Ja. Ja, so vielleicht. Und hier drüben einfach, mal her, vielleicht einfach nur so eine Begrünung, Fragezeichen, so einfach. Ich stehe am Rande eines Durchgangs, dieses Geheimnis entschlüsselt werden, können wir hiermit die Lücke... Oh, das klingt aber fix. ...wirklich effizient. Löwenzahn. Weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht. Ei. Ah, guck mal, aber du kluger Boy, hast direkt hier Sachen mitgenommen, damit du entladen kannst, sehr schön. Ein Bergungsschiff oder was? Ja, ja. Dass du überall bist, wundert mich, du. Tatsächlich habe ich gerade auch an diese Aufgabe denken müssen, dass wir noch eine offene Mission hatten, weil die links mir gerade angezeigt worden ist. Hm. Dachte ich so, Moment mal.
Das ist ja alles schon wieder vorbereitet, Mensch. Nice one. Dann können wir hier dann das Postamt wieder meinetwegen hinsetzen. Von dem Radius klappt's ja auch. Ne, hab ich... Genau, passt ja. Gerade so halt. Gerade so. Sehr schön. Das ist natürlich dann satisfying. Dann einmal hier nochmal ein paar Häuser hochballern. Aber ja, so machen. Ich bin stolz, geht ja auch gut, den Anstand bewahrt zu haben angesichts dieser Umstände. So, und dann einmal hier hoch. Und hier, guck mal, Sie seht ihr jetzt schon, können wir auch wieder eine Häuserreihe reinsetzen. Also rede auch nicht in seinem Namen. Lieferaufgabe. Zack. Taschenuhren. Das holen wir mal rüber, ne? Taschenuhren. Sehr schön. Ja, wie gesagt, hier müssen wir halt warten, bis hier diese Schiene mal endlich weg ist, ey. Aber den Strom brauchen wir halt noch eine gewisse Weile, ey. Alle stehen bereit. Na, was ist da los? Wahrscheinlich eh wieder nichts Weltbewegendes. Expeditionen sind ja meistens jetzt mittlerweile ganz bedauerlicher Verlust. Ausgebuffte Zollbeamten haben wir verloren, alles klar. Das ist ja nice. Ich weiß nicht, was das für mich gut war. Ist sie selten nur. Also nicht die legendäre, die du reingesetzt hast. Okay. Also noch verkraftbar, sage ich mal. Das ist verkraftbar. So, wir haben wieder 7000 im Minus, theoretisch. Wenn wir mal die Verbrauchsteuer wieder wegsehen. So, dann setzen wir nochmal hier ein paar Häuserchen. Geht das auf? Natürlich geht es nicht auf, man kennt es. Wenn ich hier einfach so mache, juckt das dem auch? Nee, ne? Dann machen wir so. Da habe ich dann die kleine Idee. Hier haben wir ja ein schönes Hotel. Da können wir doch bestimmt was machen. Guck mal, so machen wir. Dann hier einfach so eine kleine Allee. I don't know. Admiral! Ja, was ist denn jetzt, Kollege? Unsichere Gewässer. Die Amazonen. Na, guck mal, garantierter Erfolg. Das ist doch immer besser, als die Prozente zu nehmen, würde ich mal behaupten. Weiter geht's hier. Zack. Sehr schön. Zack. Zack, und dann haben wir die Begrünung hier. Verbunden? Oder wir machen das vielleicht. Das geht auch gut. Du bist schneller als der elektrische Telegraph. Eine 40.000, das schmeckt doch auch nochmal ganz gut. Das wird sich doch gegönnt. So, Bank. Warte mal, wie weit kommst du an? Ja, nee, wenn wir da oben auch noch Ingenieure haben, wird das zu knapp jetzt. Das wird zu knapp. Vor allem, wenn hier dann der große Park sein wird. Können wir da ja keine dicke Bank reinsetzen. Das heißt, die muss hier vorher irgendwo kommen. Und meinetwegen hier einfach. Passt schon. Machen wir es auch mal ein bisschen anders jetzt davor. Und hier passen wieder perfekt ein paar Häuser rein. Ist das nicht perfekt? Ist das nicht nice? Als ob es gewollt ist. Guck mal hier. Zack. Und hier schauen wir jetzt mal kurz. Wo? Hier haben wir die anderen gemacht. Ja gut, da ein Brunnen. Ich hatte gerade wieder überlegt, einen Brunnen fortzusetzen. Das ist dann vielleicht ein bisschen unkreativ. Den können wir nehmen hier, guck mal. Den Kollegen. Warum denn nicht? Und dann einfach... Sieht das aus? Ja, könnte man... Oder warte mal, es gibt doch noch dieses mit dem schwarzen Untergrund. Wo ist denn das? Mit dem schwarzen Weg, wo ist das? Muss ich jetzt auch schon wieder rausfischen hier. Das weiß ich nämlich gerade auch nicht, ey. Übrigens, die können wir vielleicht auch nochmal setzen. So hier in die Ecken vielleicht. Können wir gleich mal nochmal schauen, ob es gut aussieht. Hier ist der, genau. Den meine ich. Können wir dann so machen? So vielleicht. Und dann... Zack, zack. Kann man es nun immer noch austauschen, auf jeden Fall. Und das hier vielleicht einfach so machen. 80.000, Alter. Die wissen, dass wir jetzt ein bisschen Geld haben. Das ist echt toll. Und dann haben wir hier einmal die Bank integriert. Perfekt. Ich sehe, da ist immer schon wieder ordentlich am Ausbauen, was die Ingenieure betrifft. Ich kann auch mal die Lücken hier machen, bitte. Wäre ja sonst kirre. Okay. Boah, ja, nice one. Das, oh ja. Das sieht geil aus. Sieht das jetzt die ganze Zeit so komisch aus? Warte mal. Das geht ja gar nicht. Ups. Bitte eingliedern da. Dankeschön.
Ja, so langsam kann man meinen, dass wir eine kleine Stadt hier haben. Das sieht auch hier schon mal ganz ordentlich aus. So. Was fehlt euch denn? Euch fehlt Strom, ne? Dafür brauchen wir Gas. Wo guckst du mittlerweile? Wo? Ach, da oben. Meinst du ganz bei der oberen? Am Rathaus, ja. Wieso denn mal unten? Wir haben ein gasbetriebenes Kraftwerk theoretisch, aber da wir haben kein Gas, ne? Ja, ich weiß. Haben wir eins seiner Schiffe zerstört? Ein wenig eintönig. Das verstehe ich jetzt nicht. Nö. Nee. Ja. Mal nochmal das hier kurz machen, zack. Ja, gute Frage. Also Strom. Boah. Wir brauchen das blöde Gas jetzt mal so langsam. Wobei, ich bin ganz ehrlich zu dir. Wenn wir. Oh, ja. Wir können die ganze Hauptinsel nicht nur mit Gas versorgen. Da reicht doch gar nicht. Doch, ich glaube, es funktioniert. So halt. Are you sure? Und ja. Wir werden denn das Gas nur hierfür verbraten. Ich hoffe, dass das reicht. Boah, aber wir werden ja im hinteren Bereich, wir werden ja nicht nur Ingenieure und Investoren haben. Nee, das stimmt. Ich frage mich, ob wir die dann auch um den Park drumherum strecken sollten, ja, ne? Hochhäuser dann um den Park herum sieht, glaube ich, am besten aus. Ja. Dass wir sie dann so hinwurzeln lassen, sage ich mal. So Ingenieure und sowas, ja. So. Lass mal gerne mal dieses Stückchen hier nochmal zumachen. A Little Venice könnte man theoretisch auch schon mal machen, weil dafür haben wir ja alle Sachen. Das wird schon gehen. Ich merke gerade, ich habe ewig nicht mehr geguckt wegen öffentlichen Gebäuden, da hätte ich vielleicht nochmal schauen müssen. Okay, warte mal. Schule. Ist hier nicht. Hinsetzen. Kirche ist erstmal shit egal. Universität. Da haben wir eine, da haben wir tendenziell eine. Das passt dann noch. Hospital muss auf jeden Fall dahin. Postamt haben wir gerade eben erst wieder gesetzt, aber das ist halt da hinten. Hier so, weißt du, wenn wir dann am besten nochmal hier eins haben, warum nicht? Varieté gerade frisch platziert. Bankhaus haben wir auch da als Blaupause stehen. Clubhaus. Könnte wichtig werden. Sonst tun wir da im Clubhaus einfach hin. Schon in diese Ecke da. Genau beim Park oder so. Wobei das, wenn wir da bis dahin den Park noch haben, ist das schon zu groß. Nee, dann würde ich sagen, dass wir den Park hier so kappen vielleicht dann. Ja, wir müssen auch gucken, dass wir gut nicht den größten Park aller Zeiten haben. Das sieht ja auch ein bisschen weird vielleicht aus. Das passt dann so. Dann ist hier meinetwegen ein Clubhaus. Warte, zack. Und gegenüber davon ist das Postamt einfach nur, weil keine Ahnung. Aber dann meinetwegen auch gerne. Zack, einmal näher dran. So, und dann einmal bitte hier drin alles ausfüllen. Da, guck mal, da können wir doch auch wieder ganz normal die Tische und Stühle hier nehmen. Die Piazza-Bänke, meine ich. Die ich gerade nicht finde. Hier, guck mal, hier zum Beispiel. Zeitungsstand. Zack. Komm mal her, dann hier so. Zack, zack. Nee, das wollte ich. Zack. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Geht ab. Sehr schön. So, Hospital würde ich dann sagen, hier vielleicht zu dieser Ecke. Du musst ja echt immer gucken, dass du da nicht die ganzen offenen öffentlichen Häuser aneinander reißt, einfach so, dass das dann so weird am Ende aussieht. Dann halt hier die Schule hin, würde ich sagen. Na guck mal, hätten wir eigentlich direkt lassen können, egal. So. Hospital machen wir dann erstmal nach ein paar Häusereien weniger, später meine ich. Dann das nicht direkt wieder daran setzen. Hier so vielleicht. Aber warum nicht? So, habe ich gleich das letzte Hospital platziert? Da ist eins. Oben ist eine Blaupause davon. Die können wir aber auch ehrlich gesagt ausbauen mal. Oh, Leute, ich habe länger keins mehr gehabt. Sehe ich gerade einfach mal. Ja, das ist ja entspannt. So, Aufmerksamkeit der Expedition. Du bist schon dabei, sehr schön. Ja, ich bin gerade überlegen, was ich mache. Ach, du kannst jetzt nichts mehr machen, weil wir nicht so viele Module haben, ne? Module? Wegen der Speicherstadt. Achso, ja, da kann ich erst nichts machen, da muss ich warten. Ah, gut.
Ist natürlich jetzt eine gute Frage. Was können wir denn noch machen? Also, Industrieinsel ist ja gerade nicht möglich. Ja. Ich glaube, ich kümmere mich um die Arktis. Oh shit. Du meinst um die kleine Insel, die wir da haben? Ich versuche mal da was hochzuziehen. Ah. Dann hoffe ich, dass das in irgendeiner Weise was bringt, was ich dann da mache. Das Ding ist, wir haben auch die kleinere Insel, ne? Die große haben wir gar nicht, oder? Die Mini-Insel. Die kleine Kacke. Das heißt, da können wir ja nicht. Eigentlich braucht man ja immer auch immer eine Hauptinsel, sage ich mal, dort, ne? Sonst kannst du ja auch schon gar nicht diesen Lufthangar machen. Ja. Das heißt, du kannst da halt höchstens eine kleine Siedlung machen für halt, wie heißt der Robben, für die Robbenfälle oder so, die man später halt braucht. Das machen wir, müssen wir aber irgendwo angreifen. Das stimmt, das müssen wir. Aber militärtechnisch sind wir halt leider gar nicht vorbereitet. Dauert ja mal so ewig, dann wieder Frieden zu schließen. Ja, das ist ja meistens gefühlt ein Ding auch der Unmöglichkeit so ein bisschen. Dann zu versuchen, wieder irgendwie einen Frieden auszuhandeln, weil die wollen ja meistens nicht mehr. Ja, weil die eine Insel würden wir safe kriegen, so, ne? Aber ja, das Ding ist, unsere ganzen Routen sind dann halt leider auch richtig in Gefahr, ne? Das ist richtig. Oder, also Anteil kaufen bist du komplett raus, ja. Ja, das finde ich halt ein bisschen, weiß nicht, zu einfach. Das ist zu einfach, dann machen wir uns das ziemlich einfach. Dann können wir das auch komplett so machen. Wenn wir uns eh schon das so nehmen, also wenn wir, ich finde, wenn wir damit einmal anfangen, dann ist das auch alles egal wieder. Ah. Ah. Meinetwegen direkt so. 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 So, so langsam fühlt sich auch der Stein hier ordentlich. Das ist ja nice. Obwohl ich hier nebenbei am Wege bauen bin, das ist, das freut mich. Zack. Sehr schön. Erstmal hier zack zu dem. Sehr schön. Nice, nice, nice. Haben wir dann noch die Ecke endlich. So, ein paar Blaupausen sind auch wieder gesetzt. Dann würde ich mich jetzt an Little Venice mal ranmachen. Damit wir da auch mal weiterkommen. Das heißt, das reißen... Oder war da... Ja, jetzt heißt es Plan bis zum geht nicht mehr. Jetzt könnte es anstrengend werden. Mit den ganzen Kanälen und sowas arbeiten, das wird heavy. Ein gasbetriebenes Kraftwerk, weiß ich nicht. Also Little Venice würde ich dann sowieso auch, glaube ich, mit den Handwerkerhäusern nur machen. Ja, das können wir. Weil die großen Häuser oder auch Ingenieurshäuser sind ein bisschen too much da. Du kannst meinetwegen erstmal dahin. Denn du kriegst die irgendwie umgemalt, die Ingenieurshäuser. Dann könnte das auch geil aussehen. Ja, ich sehe ja die Skins. Ich weiß nicht, ob die da dazu passen. Oder ich kann ja mal kurz mal eins so. Ja, nee. Boah! Und du musst da ja auch Strom wieder hinkriegen, ne? Ich guck mal bei den Handwerker-Skins, was haben wir da? Haben wir wieder Alt-Fachwerkhaus haben wir da natürlich. Farbenfrohe Fassade, joa. Ja, wir gucken mal bei den Arbeiterhäusern. Was haben wir denn da? Oh, das sieht ganz nett aus mit den Häusern. Oh! Aber mit dem Kanal dann? Schwierig. Müssen wir uns noch entscheiden für. Ich werde auf jeden Fall dann schon mal anfangen, die Kanäle zu setzen.